Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Favoritenzeit und heute möchte ich mit einer Serie anfangen. Also das hat ja auch Tradition in diesen Videos. Und ich habe erst überlegt, soll ich die jetzt wirklich zeigen? Weil ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Da gibt es so einige Schwachstellen. Also sie lässt sich trotzdem gut angucken. Also möchte ich dich nicht erschrecken, dass du es nicht anguckst. Aber es gibt doch ein paar Faktoren, wo ich mir sage, so, ich habe erst so eine zweite Serie gehabt, die ist aber in der dritten Staffel so schlecht geworden, was mich selber ärgert. Da guckst du zwei Staffeln an und die dritte ist so schwach, wo du dir dann denkst, warum haben die überhaupt eine dritte Staffel gemacht? Und HBO macht normalerweise richtig gute Serien, ne? Also die greifen selten irgendwie ins Leere. Aber ich möchte euch das Rad der Zeit vorstellen. Und was mir, also das ist so eine magische Serie wieder. Und da gibt es zwei Staffeln. Kann mir vorstellen, dass es da auch wahrscheinlich eine dritte Staffel gibt. Was mir an der Serie nicht so gefällt, ist dieses überdrehte, stellenweise echt kitschige CGI. Das muss schon echter wirken. Ne? Also das ist was, was mir gar nicht gefällt. Es geht um fünf Jugendliche, die irgendwie magische Kräfte haben. Überhaupt in der Serie hat die meiste Macht haben Frauen. Und es gibt so magische Frauen, die dann zu einer bestimmten Farbe gehören. Und Moraine, die Hauptfigur in der Serie, die hat zum Beispiel eine blaue Bekleidung. Und was mir noch so nicht passt, ist halt, kennt ihr das, wenn Figuren Perücken tragen und diese Perücken siehst du? Es gibt inzwischen so richtig gute Perücken, wo du dir denkst, so hey, ich sehe das ja auch im privaten Umkreis auch, wo du dir dann denkst, so wow, das sieht aus wie echt oder so. Und dann haben sie im Film so was richtig Schlechtes, wo die Figuren dann so einen richtig komischen Haaransatz haben. Klar, auf was ich wieder alles achte. Aber das ist auch so ein bisschen mein ADHS dran schuld. Die Geschichte ist okay. Sie ist also von der Buchreihe. Vielleicht ist die Buchreihe ein bisschen besser. Ist meistens so, wenn man solche Geschichten liest, sind sie besser. Hat auch gute Momente, muss ich sagen. Lohnt sich reinzugucken. Und es lohnt sich auch dran zu bleiben, muss ich sagen. Also diese erste Staffel, die habe ich sehr schnell durchgeguckt. Aber wie schon gesagt, da gibt es ein paar Sachen. Du willst halt in so einer magischen Serie, möchtest du halt auch ein schönes Drumherum haben. Und dieses Drumherum ist zum Teil halt schon so echt übertrieben, wo du dir dann denkst, ich bin momentan an der zweiten Staffel fast zu Ende. Ich kann mir vorstellen, wenn die da jetzt noch eine dritte Staffel machen, dass das halt eventuell einen Griff ins Klo gibt. So, den Favorit habt ihr schon im Hintergrund gesehen. Das ist mein Jäckchen von Esprit, was ich natürlich nie direkt kaufe, sondern eben gebraucht. Ich habe 3 Euro für das Jäckchen bezahlt. Ich habe solche Jäckchen zum ersten Mal an Rike gesehen. Das ist Bernd Schneiders Frau. Und ich fand das halt mega, mega schön eigentlich. Weil ich habe ja schon so eine Bomberjacke und das ahmt die hier ja nach. Das ist ja keine richtige Bomberjacke, sondern mehr so ein Blouson. Und mir gefällt das halt voll gut. Ja, 3 Euro kann ich halt wirklich nichts sagen. Aber ich muss an der Stelle echt auch sagen, Secondhand, ich kann auch einen Griff ins Klo bringen. Ne? Also ich habe diese eine Jeans, die ich zwar von Levi's, die ich zwar gerne trage, aber die muss ich jetzt wieder flicken, weil die hinten so einen richtigen Cut drin hat. Mein Gürtel, den ich vor kurzem gekauft habe, der ist auch schon kaputt. So. Also das klappt nicht immer, ne? Also manchmal ist wirklich ein Griff ins Klo, aber die ist schon echt mega hübsch. Ich liebe die. Ja, meine Lieblingsschuhe der letzten Zeit. Auch die sind nicht mehr die fettesten. Ich hatte solche ja schon von... War es Puma? Weiß schon gar nicht mehr. War es Puma oder was Adidas? Ich glaube, es war Adidas. Ne, es war Puma. Es war Puma. Ja, ja, und die sind mir ja rechtzeitig kaputt gegangen. Die kosten auch in Original, was heißt Original, in,
in neue kosten die nicht so viel. Ich habe jetzt für meine 25 bezahlt, weil sie eigentlich gar nicht getragen waren. Jetzt sind sie natürlich getragen, weil ich so schon echt viel jetzt in Benutzung hatte. Ich finde, so weiße Schuhe passen eigentlich schon immer richtig gut. Auch natürlich gebraucht gekauft für 25 Euro, da kann ich echt nichts sagen. Bei Seppi habe ich die gekauft. So, die Kette der letzten Zeit ist die hier. Das ist mein Bernstein-Anhänger. Und habe ich von meinem Dad bekommen, samt Kette. Und solche Schmuckstücke sind mir halt echt am wertvollsten. Ich kaufe eh keinen Modeschmuck mehr, weil das bringt es halt echt überhaupt nicht. Und die trage ich halt auch echt häufig. Außer heute, weil da habe ich sie fürs Video runtergemacht. Da ist mir eingefallen, so, du hast eigentlich echt viele Schmuckstücke und trägst immer nur eins. Dann merkt man, dass ich halt echt minimalistisch da gepolt bin. Ich will jetzt noch nicht mal auf den Minimalismus schieben, denn mir fallen Entscheidungen echt schwer. Und deswegen neige ich dann immer dazu, nur eine Sache irgendwie zu tragen. Man hat aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis, mehr als eine Sache zu haben. Und das wird immer so meine Voraussetzung an mich selber. Bitte auch mal die Schmuckstücke wechseln. Und die habe ich wirklich jetzt gerade durchgehend getragen gehabt. Ich glaube, die Uhr habe ich schon häufiger gezeigt. Die habe ich von einem von euch geschenkt bekommen. Mir ist manchmal nicht bewusst, dass meine Amazon Wunschliste ja öffentlich ist, ne? Und ich merke mir manchmal, also ich habe mir schon oft gedacht, so komm, du machst dir jetzt mal nur so eine Merkliste, dann bin ich zu faul und denke mir, komm, nee, du tust in die andere rein. Und so war mein Gedankengang auch bei der Uhr. Ich habe, glaube so 2-3 Uhren habe ich mir da reingepackt, irgendwie einfach, um mir mal was zu merken. Und bam, auf einmal war die Uhr in meinem Briefkasten und ich habe echt, die hab mich mega gefreut. An der Stelle nochmals danke an die Person, die mir die Uhr geschenkt hat. Das war ein richtig tolles Geschenk und ich habe gar nichts erwartet, ne? Also vor allem, wie gesagt, ich habe mal wieder vergessen, dass ja die Wunschliste ja eigentlich öffentlich ist. Und ja, vielen Dank an der Stelle nochmal. Die trage ich echt mindestens genauso häufig wie die hier, ne? Ich versuche das halt auch immer so ein bisschen abzuwechseln. Die ist halt im Sport geschickter, weil wenn ich Satzpausen mache und ich bin ja auch viel im Freihandelbereich, dann kann ich da halt so ein bisschen, ich kann Zeit immer nicht so abschätzen. Und wenn ich dann so 2 Minuten Pause machen möchte, dann gucke ich mir halt immer schön auf die Casio drauf, dass die Donna Karen, oder ich gerade dran habe, eher ungeschickt. Wenn ich geschminkt war, habe ich mich mit der Palette geschminkt, die ist von Rival de Loupe. Ist jetzt vielleicht von der Qualität her nicht das allerbeste, aber mir reicht's. Mir reicht's wirklich. So gerade so diese Farben, die nicht so auffallen, weil ich will mich auch nicht mehr so auffallend schminken. Hat es natürlich schon auch auffallendere Töne drin, wie das hier oder das da. Aber der Rest ist schön dezent und alltagstauglich. Die hat mir nie viel Geld gekostet, ich glaube 5 Euro oder so. Also viel hat sie nicht gekostet und die ist jetzt auch noch bei Rossmann im Sortiment, wer die sich auch holen möchte. Da gibt es, glaube ich, 3 verschiedene und ich habe die Bronze. Die Bronze habe ich. Das Serum finde ich richtig gut. Das ist sowas richtig Tolles für meinen Hauttyp. Also ich tue mich schwer mit so nachfettenden Sachen und diese Glycerin-Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut vertrage. Ist leider nur noch halb voll. Ich würde es mir nachkaufen, würde ich nicht so viel Produkte testen. Ich merke einfach, gerade im Moment auch geht mir mal wieder der Platz aus. Und ich habe meinen Platz ja begrenzt, weil sonst mache ich ohne Ende Produkte auf und verbrauche die Sachen auch nicht mehr wirklich. Klar, man schenkt auch öfters mal was her. Aber das benutze ich wirklich gerne, ne? Also das haben sie richtig gut hinbekommen. Das Serum kostet 6 Euro, das habe ich ja auch schon vorgestellt. I like it. Hat jemand andere Erfahrungen? Kann dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Liquids sind ein großes Thema gerade. Da kommt jede Menge raus. Ich zeige euch jetzt mal 2, die ich bis jetzt schon getestet habe. Von diesem Produkt von Leon gibt es noch ein zweites. Das habe ich auch hier. Da
Das dürfte irgendwo hier in der Gegend rumstehen. Habe aber leider keinen Platz. Ich will beide Produkte noch vorstellen. Eigentlich habe ich noch ein viertes, und zwar das von DM. Das müsste da ja, das steht da auch. Das steht da auch. Ja, von DM, von der Eigenmarke. Und ich liebe ja solche Sachen, liebe ich wirklich. Wenn meine Haut funktioniert auf Feuchtigkeit und auf so, wie sagt man, auf so Toner oder Liquids, wenn ich dann im Nachhinein dann auch noch Produkte irgendwie einarbeite, das ist halt bei meiner Haut wesentlich einfacher, weil durch das, dass ich eine recht fettige Haut habe und große Poren, hilft das halt wirklich, dass die Creme oder was auch immer, das andere Serum, was ich dann drauf mache, gut einzieht. Eine Sache bei dem hier ist halt richtig mega gut. Das ist so ein bisschen dicker, also so ein bisschen zähflüssiger. Und was ich an dem echt gut leiden kann, ich bin ja eher so jemand, ich habe ständig irgendwie rote Flecken, gerade durch Skinpicking auf der Haut oder sonst halt irgendwie. Wir Frauen kennen das halt auch einmal im Monat. Und da hilft es tatsächlich. Ich habe das jetzt mal explizit auch mal auf so rote Stellen aufgetragen. Gerade hier habe ich ja so eine fiese rote Stelle. Und es hat damit recht gut funktioniert, muss ich sagen. Auch das werde ich natürlich einzeln vorstellen. Aber ich habe halt noch nicht fertig getestet. Das kommt als nächstes dran. Das ist sehr ähnlich zu dem Liquid Hydrator. Heißt ja auch ähnlich. Ich habe halt einfach gemerkt, wie wichtig mir ein Sprühkopf ist. Also, dass ich nicht so hundertprozentig zufrieden bin mit diesem Ausschüttmechanismus. Mit dem Sprühkopf, das ist schon richtig cool. Und ich glaube, die kann man sich bei DM auch mal so kaufen. Ich muss echt mal probieren, ob ich auch irgendwie auf die Produkte drauf machen kann. Da kannst du es, glaube ich, noch nicht drauf machen, weil das ist halt wirklich so ein bisschen dicker, ein bisschen zähflüssiger und so ein bisschen milchig. Da ist das hier schon ein bisschen flüssiger und der von No ist ja auch flüssig. Ich wollte den eigentlich auch noch mal ausprobieren, aber es wird mir dann wirklich irgendwie zu viel, damit ich so einen direkten Vergleich habe. Aber ich muss schon sagen, ein sehr großer Pluspunkt ist halt wirklich der Sprühkopf. Und Geek & Gorgeous haben da halt wirklich einen richtig guten drauf gemacht, weil du hast so einen richtig schönen Nebel dann im Gesicht. Das ist halt echt angenehm. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so häufig von mir verwendet wird. Das ist so ein typischer frisch gewaschen, frisch geduscht Duft. Erinnert mich so ein bisschen an Seife. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher Duft da dahinter steckt. Larif macht ja auch Duftzwillinge. Und der ist von der Qualität auch richtig gut. Denkt immer an Bernd Schneider, der sagt, drängt euren Duft nicht anderen Leuten auf engem Raum. Es reicht, wenn man einmal spritzt, und das stimmt auch wirklich. Es gibt manchmal so Leute, die halt wirklich an dir vorbeilaufen und dann denkst du so, boah, was für eine Schwade an Duft hat die Person drauf. Das ist auf jeden Fall hier ein richtig toller Duft und den kann man auch nicht wirklich so stark auftragen. Also das gibt die Qualität von Larif einfach gar nicht her. Aber ich mag den echt gerne und von diesen kleinen Düften sollten sie viel, viel mehr rausbringen. Kennst du Larif in? Kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Mein Shaker, und es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um den Shaker selber. Hier habe ich so einen Ball drin. Die kann man auch bei Amazon nachkaufen, habe ich gesehen. Ich habe ja diesen Iron Max Shaker, der ist so beschissen. Den kriegst du nicht richtig zu. Wenn du den nicht richtig zumachst und dann davon trinkst, dann versaust du dich immer. Deswegen habe ich ganz schnell nach einem anderen gesucht. Das Teil hier ist von MyProtein, das ist aus der Vegan-Reihe. Und das Ding liebe ich. Seitdem trinke ich eigentlich grundsätzlich immer nur aus dem Teil. Brauche ich gerade mal einen Schluck. Das ist übrigens ACE aus dem Spender bei mir im Fitnessstudio. Zu dem Inhalt kann ich euch leider echt nichts sagen. Aber den Shaker bekommt man bei MyProtein. Und falls du dir was anderes noch dazu kaufen möchtest, das Vanilleprotein, das vegane, werde ich mir jetzt nachkaufen, werde ich mir in 2,5 Kilo nachkaufen. So geil finde ich das. Das ist nicht so süß. Also hier. Der Shaker ist empfehlenswert. Gibt es sicher auch von anderen Marken.
muss jetzt nicht von MyProtein sein, aber es ist echt wichtig, dass ein Shaker gut funktioniert und ich habe das echt gemerkt, weil der andere ist mir echt lästig. Was sind deine Favoriten aus der letzten Zeit? Wie immer für dich die Aufgabe, schreib mir vielleicht so 5 davon unten mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, es kann aus allen Bereichen sein, Food, was auch immer. Schreib es mal unten in die Kommentare. Ich freue mich schon auf deinen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. So hilfst du mir, so hilfst du meinem Kanal. Also gib den Daumen nach oben. So hilfst du dem Algorithmus zu sehen, dass mein Video auch gesehen wird. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.